Hallo, jemand da? Hallo, erstmal nach 2 Jahren hört man wieder was von mir. Als erstes möchte ich sagen, das, was ihr bei mir seht in ARK, ist nichts für Leute, die was lernen wollen. Okay, man kann auch was lernen, allerdings nicht von mir, sondern von meinen Mitspielern. Aber ich werde das auch nach 4 Jahren ARK nicht wirklich rausbekommen. Ich kriege es einfach nicht im Kopf rein, so. Das ist einfach so. Und bei mir werdet ihr Dinge sehen, die man nicht macht. Also sucht, wenn ihr Leute sucht, die das richtig gut können und richtig gut machen und hier voll geiles PvP machen, ja, dann bitte müsst ihr nach Chrisplay, Beam, Imperator oder wie sie nicht alle heißen, geht dahin, da könnt ihr euch das anschauen. Bei mir seht ihr eher die Spaßrichtung. Spaß in ARK haben und keine Leistung bringen müssen. Ich kann eigentlich nur farmen und das auch nur einfache Dinge. Darin bin ich eigentlich gut, aber ich alles andere nicht so. Und dafür habe ich definitiv Leute im Tribe. Was wir heute machen, wir wollen ein bisschen ARK spielen. Das ist ja auch erstmal nur ein Test, was die, was die Quali angeht. Sowohl Ton, Einstellungen und auch sogar das Bild, wo ich von überzeugt bin, dass das so mega überhaupt nicht gut ist. Aber das kann ich erst, wenn ich was aufgenommen habe. Und die Aufnahme ist definitiv jetzt erstmal, wie gesagt, nur ein Test. Und ich weiß noch nicht mal, ob dieses Video, also wenn ihr das Video seht, wisst ihr, dass es rausgekommen ist. So, ich werde jetzt den Jungs Bescheid geben, die wollen mit mir raiden gehen. Mit mir raiden ist lustig, denn ich passe auf Tech-Schilder auf oder werde selbst vom eigenen Teammitglied angeschossen und so weiter. Von daher, und merke das noch nicht mal, kriege total Panik. Und die Jungs finden das ganz toll und lustig und ich gehe davon aus, dass auch ihr euren Spaß haben werdet. Und nur deshalb mache ich das übrigens. Alles was mit richtig PvP und richtig gut sein zu tun hat, da bitte zu anderen Leuten gehen. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Und hier sowas mit Töten, das kommt öfters. Ist halt so ein Hubi-Ding. Oder auch Drachenerz. Also hier ist Impi. Nö. Hubi. Nö. Und Drachenerz. Hallo. Er möchte Drachenlord genannt werden, bitte. Das musste ich jetzt rausschneiden. Bitte benimm dich. Genau. Wir wollen nicht beim ersten Video schon direkt... Genau, bitte nenne das, bitte reibe dein Pullermann an deinen Oberschenkel. Ja. Der USB-Stick muss immer ins 3.0-Loch. Sicher? Damit es schneller geht. Bei der Datenübertragung. Jetzt über das Vornehmen reden, oh mein Gott, ey. Also kurz zur Erklärung, wenn ich gute Sachen im Inventar habe oder an mir habe, dann, weil ich damit ausgestattet werde, ich würde sonst immer noch Stoff oder Hide tragen. Lacht nicht. Konzentrier dich! Mann! Du kannst es! Was soll ich gerade machen? Lass mich mal so gucken, die Sachen an. Ja, vor einem, nicht nur vor einem Raid, allgemein toben die sich immer an mir aus. Aber gut. Das klingt cool. Ich will doch nicht mit in die Schublade gestopft werden. Ey, du bist uns auf den Einserver besuchen gekommen, mein Freund, ja? Und ich hab dich noch nicht mal gesehen. Da hast du mich schon abgeknallt und gesagt, warum? Hab dich vermisst. Und warum? Weil du keinen Helm ackert hast. Das tue ich da heute auch noch. Dating. Aber jetzt mache ich nichts, weil ich kann gar nicht. Also, Indy kann gar nicht. Richtig. Ich bin nämlich gar nicht bei euch. Kaum ist das, ist so eine Aufnahme an. Drehen sie alle am Rad? Fühlt sich das auch ganz anders wieder an? Oh, Quatsch. Nicht wirklich, das ist immer noch wie früher. Sei vorsichtiger. Du kannst so spielen wie immer. Ja. Spiel so wie immer und Ja, aber das meiste, Die meiste Zeit, dass du ja Videos mit dir auf dem Boden. Ja. Die meiste Zeit werde ich nur gemobbt. Genau, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nicht dumm. Wenn wir dich mobben würden, nämlich sieht es anders aus. Ich kann lediglich im TS mit mobben. Was versuchst du da gerade? Gutmensch zu werden? Ja, ja, ja. Schon?
du versuchst, ein guter Mensch zu werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich bin ja nicht auf dem Server, also kann ich nur gut sein gerade. Das kommt aber, mein Gott, jetzt tue ich es wieder rein. Also, das ist das, was euch erwartet hier. Keine Professionalität. Also bitte, die Leute, die das suchen, abschalten. Also, ihr wollt bestimmt die Base mal sehen. Wir spielen Genesis. Drache hat sehr viel gezüchtet. Und Hubi hat die meisten Sachen rangeholt. Und Hubi ist auch der meiste, derjenige, der die Base hochzieht und auch alles, was zu Base dazugehört. Wir hatten zwar das ein oder andere Mal ein bisschen Hilfe, aber naja, reden wir nicht weiter drüber. Ich habe auch gesagt, Impi kann für eine gewisse Zeit ja auch zu uns kommen, wenn er mag, aber nö. Er ziert sich noch. Er hat so ein bisschen Berührungsängste auch mittlerweile, weil man schon so lange nicht zusammen gezockt hat, was? Hört auf mich zu schießen! Wollt ihr schon direkt los? Habt ihr alles zusammen? Fürs Raiden ist alles komplett fertig. Ist alles hier in den Arkentavis drin. Aber was ist, hast du auch ein Tech-Schild? Gibt kein Tech-Schild. Ist Base, Muni, alles. Es liegen jetzt auch da draußen rum. Ja, aber auch eine Base. Aber. Ich hab was. Aber auf was passe ich dann auf? Auf den Arkentavis. Ich hab noch nicht mal was Vernünftiges zum Schießen. Das habt ihr mir auch weggenommen, sehe ich gerade. Was auf der Arkentavis auf? Dann hol dir mal eine Schrottflinte. Nee, ich hab was, aber ich hab nur... da habe ich ein paar Sachen, glaube ich. Bist du, Emmy? Komm mal mit. Ich hab nur 46 Schuss, ich treffe damit sowieso euch und nicht die anderen. Guck mal, Emmy. Was denn? Hier draußen hast du noch gar nicht gesehen, alles, oder? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, sowas macht Hubi in der Nacht. Der hat nichts Besseres also, zu tun. Hobbylos. Wenn wir abends ankommen, wissen wir nie, was uns erwartet. Was Hubi in der Nacht anstellt. Du musst nur noch die andere Seite zeigen, Drachenherz. Oh, du fliegst zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob die Quali überhaupt hier so richtig ist. Weiß ich nicht. Hier drüben die Seite. Das hast du bestimmt auch noch nicht gesehen, Drache, oder? Doch, das habe ich gesehen. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt. Bis die Zeit kommt, wo Hubi wieder unsere Koordinaten in den Chat schreiben, so dass die Leute kommen sollen. Und ich hier noch. Ja, sehr lustig dann. Und ich hier noch. Aber lass uns jetzt eine Base suchen. Ja, ich hab wieder noch. Boah, bei mir ruckelt es echt mega in der Base. Ja, soll ich langsam fliegen, so. Dann nimm dir doch einfach ein eigenes Flugzeug. Dann, nee, lieber mitfliegen. Ja, lieber mitfliegen, du bist aber schön, sobald wir irgendwo Turrets kommen, bist du dran. Weil die Turrets gehen erst auf dich, dann auf den Tümpel und dann auf Drachenherz. Ja, aber wenn die bei dir, wenn du fliegst vor und wenn die bei dir schon schießen, kann Drachenherz reagieren. Ich weiß nicht mal, wo Hubi abgeblieben ist. Ja, wenn die Turrets, ja, so geht's mir immer. Ja, wenn die Turrets auf mich schießen, kann Drachenherz reagieren und dich reinschmeißen, dass er noch Zeit hat, wegzufliegen. Genau. Über dich machen. Bei unserer Base ist ja witzig. Noch die Frau. Ja, die ist auch reinwerfen. Das ist auch ratzig fort. Da werden wir bestimmt kein Loot kriegen. Ja, wie man sehen kann, wir sind im Schneebiom. Ich sage immer Gebiet, aber es ist ja ein Biom. Und ich hasse Schnee. Ja, meine Nase freut sich immer drüber. Ich hab eine Base gefunden. Aus Stein. Alter. Du hast mich. Ach. Au. Ups. Profi bei der Arbeit. Ja. Yep. Den Raid mal doch. Wie gut, dass ich einen Teleporter hab zur Not. Es sei denn, ich sterbe beim Fallen. Hubi, wollen wir die knacken? Der Steinbutze, der Steinbutze. Spaß. Hier, da fragt jemand. Tribe-Suche da. Oh ne, da ist Offline Guard. Wir brauchen noch Verstärkung. Ne, aber keinen Wildfremden. Ihr war ein armer Fremd. Und? Und habt eines fremd aufgenommen. Und? Hier mal schöne Grüße an eines. Was? Hier ist eine Wubert Imperium? Drache? Was? Was ist denn?
Was? Corona. Der ist wirklich eine Hubert und Zweitname Imperium. Will dich da jemand ärgern? Weil das ist ja so mehr wirklich eine Andeutung. Welcher Server? Na, auf unserem, wo wir spielen. Welche Map? Ragnar, okay, okay, das ist da, wo wir gerade sind. Entschuldigung, wenn ich mich zu dolle drehe, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ja, so für dich, und ich mach extra Gamma für euch. Kommt dann. Ja, ich befürchte tatsächlich, dass die Quali wirklich echt schlecht ist, ja, aber ich kann euch mal zeigen. Vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp für mich, was die Einstellung betrifft. Kann ja erstmal nach aber dem so sieht es im Moment bei mir aus. Passiv ist. Und wenn ihr noch den einen oder anderen Tipp für mich hättet, ich was ich besser machen kann, damit es besser aussieht, könntet ihr das gerne. Ach, da ganz hinten in der Ecke ist die. Ja, einfach uns in den Kommentaren schreiben oder so. Nein? Er ist sicher ganz lieb. Natürlich. Okay, das könnte schon lustig werden. Was heißt das immer mit diesen 4 Minuten PvP-Cool-Dingen? Das ist dafür da, dass die Leute in die Popcorn können. Du kannst dann so und so lange nichts rausschmeißen. Ich geh jetzt mal nicht näher ran, ne? Ach, und für alle zur Info, ich bin Kollegenschwein, ich renne weg. Soll ich's killen? Und das ist mir auch egal. Ich lass alles hinter mir. Die haben ja Haufen. Die meisten Heavy Tools stehen auf Boden. So, jetzt kommen wir. Die meisten Heavy Tools stehen auf Boden. Tech Tools stehen auf Boden. Guck mal rein, ob da was drin ist. Oh, ja, Alec. Dann haben sie eine Klippenplattform. Einmal komplett rum mit. War nix. Der Sattel an, gut. Ach so, Sattel? Habe ich nicht nachgeguckt. Magma-Fiester. WWD stehen da, was ich sehe. Du hast mich vergessen. Ach so. Imperator, Imperium. Bist du jetzt auch drauf oder was? Da schreibt noch einer Imperium. Oh, oh. Null. Also Shiva ist definitiv Fake-Imperium. Ich sag immer, das Imperium ist nur das richtige Imperium, wenn der richtige Imperator da drin ist. Der Imperator ist da. Oh Gott! Hätten wir nicht erstmal hier Tools aufstellen können? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich hab Tools alles fertig. Einfach bloß hoch in die Base. Tools kümmern sich drum. Ich weiß, ich skill nicht PvP-like, ist normal bei mir. Und tot. Was? Nummer 1? Wer ist Nummer 1, bitte? Guck mal, da kommt. Traue ich ihm jetzt trotzdem? Traue ich ihm jetzt trotzdem? Fake ist fake. Nein, nein, hol ihn zu dir rein. Ach super, dann sieht er, dass ich nichts hab. Ist das geil. Schä, dass man noch so viel Respekt entgegenbringt. Kriegt. Schä. Sorry, ich kann die nicht ausblenden, die Jungs, wenn die reden. Die hören nicht, was ich hier mache. Es sei denn, ich drück Push Talk. Das ist es, ja, das kann ich jetzt nicht ändern. Aber ich habe auch keine Lust, mich für alles, was ich tue, wieder zu entschuldigen. Nein, bei mir sieht man Sachen, wie man es nicht macht. Doch, weil Hubi kann. Hubi hat auch Tipps für euch. Wenn mal was ist, ach, jetzt ist das Problem mit dem Aufsteigen wieder. Wenn mal was ist, Hubi kann euch da, also Hubi weiß, habt ihr Fragen? Er weiß es. Also. So, wo schießt du? Wo schießt du neben mir? Warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Komm zurück. Oh, danke. Nee, komme ich auch nicht hoch. Ich will ja nicht runterfallen. Welchen schießt du? So.
Ich auf die weiß, ich stelle mich an. Ich war Admin, aber da konnte man sich alles, ne? Hier muss man das hart erarbeiten. Und damals, ich war ein guter Farmer, aber dann, ja, war ich nicht mehr im Tribe. Und ich spiele eigentlich eher PvE. Ich spiele nur zuliebe zu viele der, ja, wegen der Jungs, ne? Wie, Emmy ist gar nicht hier. Doch, ich bin hier. Wo bist du? Ich erzähle euch das gleich. Achso, ne, bei euch bin ich ja nicht. Ich warte, bis ihr was gefunden habt und einen Teleporter platziert habt. Die schießen doch schon auf was. Ja, schon fast die ganze Tiere tot. Ja, dann mach Teleporter. Kann keinen setzen. Lava, biggest. Dude. On Arc, okay. So, guck, das war. Oh nein. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo meine Base war. Ja, das sind halt eben so die typischen MB-Momente. Ah, das mit deinem Gramme, das leckte ein bisschen bei mir. So, wartet mal. Das muss irgendwo. Hier, guck mal, bin ich schon direkt schon da. Hätten wir nicht so groß gebaut, dann hätte ich das auch nicht gefunden. Also aus dem Spectator Raids kommentieren. Moment, komm sofort. Raids kommentieren aus dem Spectator ist ein bisschen einfacher. Warum werde ich gescannt? Raid, extra für mich. Okay, Leute. Nein! Das ist ja mit da. So, ich werfe jetzt passiv. Okay. Ich überlebe doch sowieso keine Kämpfe. Nur wir schießen gerade nur die Tiere weg. Ja, aber das ist ja doof. Ihr müsst schon richtig raiden. Machen wir ja dann. Nur die Velos, die sind. Velos of Genesis. Wo haben die Velos of Genesis her? Ist doch klar, das aber. Also ist doch Extinction doof. Nein, aber weil Gravel. Oh, ich hab's getroffen. Ah, mit Zusatzmod. Yep. Bringt das hier überhaupt was? Also ich finde das gerade sehr unnütz. Velos, die machen uns wie Auto-Turrets, Emmy. Warte, ich guck mal eben erstmal so. Nein! Hätte runterspringen, Emmy. Ja, ich hab ich jetzt auch so gedacht. Wenn du runterspringst, könnt ihr aber Bubu machen. Also hier mal an Wolfsbande, es war nicht meine Schuld. Ich war's. Ich habe als erstes eure Dinos weggeschossen. Ich werde gezwungen. Ausreden, nur ausreden. Die mobben mich und schieben die Schuld auf mich. Also, immer Drufter. Nur Drufter, Wilker. Immer rennen in die Olga. Haben wir einen schon tot? Ich sehe das überhaupt nicht. Ja, zwei schon tot. Guck mal, ich treffe sogar. So ganz verkacke ich ja nur auch nicht, ne? Aber das sind auch. Das sind ja auch Ziele, die stehen bleiben. Von daher kann ich die treffen. Kann, muss aber nicht. Du kannst doch auf das große, fette Eisgolem schießen. Wenn du den verfehlst. Vor allem das Eisgolem. Ja, aber das bringt nichts. Oder? Oh, nein! Okay. Also das hörte sich schon irgendwo runtergefallen oder so. Oh, Woody! Nein! Ich glaube, jemand hat unsere Base gefunden. Der große Imperator wurde von einem Krokodil verspeist. Spawn im Sumpf, haben sie gesagt. Das soll's easy sein, haben sie gesagt. Spawn im Schneegebiet, da ist es easy. Nein, das ist kalt. Na und? Mach dir warm Gedanken. Es ist einfach nur weiß. Überall weiß. Weiß ist schrecklich. Weiß ist gut. Ich kann's dir auch Geld machen, wenn du willst. Ich würde jetzt im normalen Fall fragen, wie, aber ich möchte nicht fragen, weil irgendwas passiert dann immer. Na, wie macht man den Schneeweiher gelb? Ah, okay. Ja, gut, was hat deine Mama wohl zu dir gesagt? Es ist niemals gelb wie Schnee, Emmy. Der hat nur den Yellow Snow.
niemand mit Zitronengeschmack. Aber zu meiner Zeit konnte man noch auch so an Eiszapfen draußen noch wirklich lutschen, auch wenn sich das jetzt so wirklich komisch anhört. Du kannst auch an andere Dinge lutschen. Aber früher konnte man das zu meiner Zeit tatsächlich noch. Das da kannst du heute noch auch nicht. Noch. Nein, heutzutage ist die Welt total verdreckt. Oh Mann. Heute würde ich meine Kinder da nicht mehr sowas machen lassen. Guck mal, wie viel Leben das Scheißteil noch hat. Oh, da unten ist Hubi mit dem sehr unauffälligen. Letzten Schuss noch. Oh, da steht Decke noch, so ein scheiß Vieh. Yeah, ich hab was gekillt. Zum ersten Mal beim Leben. Hallo? Könntest du das mal bitte ernst nehmen? Oh, ein Ei hat mein Vogel gelegt. Wollen wir die wirklich leer tanken? Wo steht noch ein Vieh? Ja, genau unter euch. Die sind gerade ein bisschen nervig. Den würden wir höchstens von der anderen Seite treffen, ne? Ja, bitte von der anderen Seite. Soll ich dich mitnehmen, Hermi? Selber. Ich hab ja hier. Wenn ich nicht auf dem Rüberweg sterbe. Nein, das geht. Kann ich ihn leer tanken. Oh. Okay, sehe ich das Vieh überhaupt? Achso, so, so ist besser. Okay, da sind zwei. Was ist Max Level? 150. Von Tier? Oder von uns auch, ne? Nee, 105. Sie ist gerade Druid auf mich, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf den Velo ziele und auch treffe diesmal. Wenn du so ein großes Kreuz siehst, dann triffst du. Ja, habe ich ja immer. Ja, dann triffst du. Ich finde aber, das ist Können. Das ist nicht, weil der die ganze Zeit steht. Ja, das ist Können, Emmy. Hör auf, so heimlich zu lachen, ne? Das hört man raus. Ich hab da getötet. Haha, du Loser. Oh. Ich glaube, gleich kriege ich einen Schuss im Hinterkopf. Das möchte ich gerade gerne, aber ich habe nur noch 14 Schuss. Ich habe noch 140. Da müsstest du gleich mal was abgeben. Pumpgun oder nur. Oder hast du auch Pumpgun? Keine Ahnung, ich hab irgendwas. Nee, hier steht Gewehrmunition, also werde ich wohl ein Gewehr haben, denke ich. Gut, Hubi, es dürften keine mehr sein. Wieder rüber oder? Ich kann den Golem von noch. Hier. Noch nicht. Ah, guck mal auf die Leben. Neun Schuss habe ich noch. Nee, den Golem braucht man nicht machen, den machen wir, wenn er... steht unten ein Teleporter, Hubi? Yep, steht. Unten? Yep. Gut, Emmy, schnapp den Terrazer. Oh. Oder ein Golem. In der Base, dein... In der Wildstein, den du auf dich enthemmt hast. Also ich nehm Golem. Wer hatte noch einen Teleporter gesetzt? Ich, wieso? Wo war der nochmal? Weil ich kann jetzt keinen mehr setzen. Ja, den brauchen wir doch, du brauchst sehen, wo wir gerade rüberfliegen. Das ist doch genau neben unserer Base. Oh. Ich hab das gleich in 5 Minuten sowieso wieder vergessen. Rückwärts rangehen. Oh, das ruckelt, ey. Sorry. Wirklich. Tut mir echt leid. Versuch mal Kuchen mitzunehmen. Ich bin schon da. Also. Dann geh zurück und hol Kuchen. Ich kann mal zurückgelaufen. Ich weiß nicht, ob das hier geht, dass die eingestellt haben, dass du mit Kuchen auch Golems heilen kannst. Oh, warte, ich hab echt ruckeln. Da wo ich stehe. Warte, bleib stehen. Pack dir mal Kuchen rein. Du meinst nicht mich, ne? Nein, ich mein. Ist egal welche Giraffe? Deine, die du auf dich gebrandet ist. Aber die ist ja noch gar nicht gelevelt, oder? Doch, ich hab alle fertig gelevelt. Ja, kannst du mit Kuchen.
Gut, perfekt. Und so weniger, so kann man die nämlich noch heilen nebenbei. Zack, zack, und wieder rein da in die Ulga. Muss halt nur aufpassen, dass wir oben. Wir haben ein Platzproblem. Muss halt nur aufpassen, dass das Ding nicht die trifft. Tools von oben. Aua, das sind zu viele Tools. Ja, denke ich nicht. Pass auf, du musst auf die Dinge aufpassen. Ich hab nur 10 Minuten auf dem Server und mach schon die Brutmutter-Mission. Boah, in der Base kann ich gar nichts machen, ey. Da habe ich grundsätzlich echt nur Lex und. Wie sieht's aus im Leben mit dir? Im Leben? Also, mein Leben. Oh, sag hallo. Geht fast gar nicht runter. Okay, ich glaube, ich muss mir auch einen Golem holen, weil der Bracer geht ziemlich runter. Ne, ich krieg pro Schuss krieg ich 5 Schaden. Wenn wir die 100er Zettel nehmen, kriegen wir noch weniger. Ja, das Problem ist bei dir aber, du bist halt übelst anfällig auf Detektors, du musst hier auf Detektors aufpassen. Die machen dich instant weg. Also diejenigen, die sich das nicht angucken wollen, ihr könnt gerne wegschalten. Ich lasse solche Sachen halt eben so nebenbei mal. Ich hoffe, der ist das Richtige. Oh mein Gott, ich hoffe, das ist das Richtige. Okay, ich glaube da, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ah, da. Ich werde sowas von verkacken, das wisst ihr, ne? Oh, Emmy, du hast das so dumm gemacht. Emmy, du weißt schon, dass du ein Haus aufbauen musst? Warum? Sonst schießen die Tools runter. Mann, du hast nur gesagt, hol dir eine Giraffe. Du hast nicht gesagt, bau da noch ein Haus drauf, wahrscheinlich noch ein Apartment. Na, so wie ich hab, siehst du, wie ich gebaut hab. Ich kann sowas nicht. Ich hab noch 2 Fundamente, die kannst du auch draufsetzen. Decken. Nee, dann geh ich jetzt nochmal zurück und hol mir lieber einen Golem, da brauch ich nichts bauen. Dann musst du aber rückwärts reingehen. Ich wollte gerade sagen, du darfst nur rückwärts laufen. Ja, irgendwas ist ja immer. Ja, wenn du vorwärts reinläufst, schießt du die Tür. Ey, das sieht so geil aus. Das sieht aus, als würde er kacken. Ey! Und. Alter, das Rad auf. Hier, stell ich mal her, wo ich stehe. Ich gebe mir auch Golem holen. Golems denken ja, irgendwie okay. Mehr. So, wo war jetzt? Da sind die Giraffen. Muss ja alles seine Ordnung haben. Ja, aber auf die müsst ihr aufpassen erstmal. Die müssen dann mit Parazer machen. Oh. Ich hab die Idee. Das Ding jetzt so stehen. Oh, komm. Also wir müssen mehr Tiere kryonen. Ich hab hier in der Base echt Probleme. Gar nicht. Da kommen noch mehr Tiere dazu. Ja, wir bauen mal Vivarien. Ich hasse Vivarien. Ich hab zwar immer kurze Probleme, bis ich hier bis geladen habe, aber wenn ich hier mal geladen habe, easy. Moment, ich muss Steine holen eben. So. Genau. Für unterwegs. Und Snack für unterwegs. Also ich habe außerhalb meiner Aufnahmen und auch mit. So weiter. In den 2 Jahren, in den letzten, habe ich trotzdem arg gespielt. Bereit? Denke ich mal, guck mal. Bin ich mit drinnen, ne? Ja, bleib mal so, vielleicht. Ja, mal. Boah. Attacke. Mit Magma-Saurus kommst du erst. Na klar, die machen Tourschaden. Hast du es schon ausprobiert? Was hat irgendwie gesagt? Ja. Kannst du trotzdem mit wegschießen. Mit der C-Attacke, oder?
Mit diesem Feuerball. Wie macht man den Feuerball? Rechte Maustaste, laden. Aufladen und dann. Wirklich voll 100% laden. Und dann halt da treffen. Kann ja jemand mit Fernglas kontrollieren. Wie sieht man, wenn das voll aufgeladen ist? Der Balge ohne. Was ist ein Balge? Ich der Balge ohne haben. Neu. Trotzdem, doch, da muss ein Prozent abweichen. Wenn nicht, dann gehe ich auf den Golem. Gehst du auf den Golem und ich auf das Sieg. Ups. Emmy, das ist sehr hilfreich. Ich weiß, wie immer. Wollen wir tauschen, Ruby? Ich glaube, das geht ja nicht, weil das so kalt ist. Doch, das rein. Geht. Das geht, komm, zurück. Okay. Mach. Halt! Wo macht der hin? Ja, moin. Gut, wir hatten mal. Was war das jetzt? Wir hatten mal. Wir haben doch mal hin. Ja, aber du hast den guten gerade verballert. Haben die die Fackel aber nicht? Wieso ist der jetzt gerannt? Machst du da, Emmy? Ich komme immer an meine Tasten. Ich hab so Zucken in den Fingern. Okay, komm, ich mach das jetzt. Wieso ist er da reingerannt? Wahrscheinlich, weil er auf neutral stand und dann. Oh, ich muss ein bisschen mehr so in die Richtung, glaube ich. Ich hole mal die anderen. Ich muss noch mehr in die Richtung. Hä? Ich glaube, das kriegt er alles nur ab. Vor allen Dingen, das Sie, was hier, der andere, der hier steht, nochmal. Ist übliche ja. Level drunter unter den High-Level-Vieh. Und hat fast die gleichen Sets. Der hat sogar nochmal Millie geskillt irgendwie, das Vieh. Weg, Emmy, du kriegst Sektor Schaden. Ja, aber irgendwas muss ich da auch machen. Ja, keine Tech-Tools denken. Ja, sehr witzig. Ihr wisst, dass ich keine Ahnung davon hab, ne? Am liebsten werde ich jetzt im Spectator gucken. Aber geht ja hier nicht. Pass auf, Traurig, ich komm mit dem Ding, komm mal vor mit deinem Golem. Du musst dich so entstanden, Emmy, dass auf dich keine Tech-Tools schießen. Ja, guck, Impi weiß schon, dass das ist unmöglich. Bei mir macht er die Attacke nicht genau, warum? Ja, ja. Wenn du mich mal drauf lässt. Komm doch. Aber den Sattel hätte ich gern wieder, weil das war ein guter Sattel. Verbesserter. Guck nur hin. Ich werd nervös, ich werd zu oft beschossen. Der Fluchtdrang ist sehr groß, ne? Wisst ihr, ne? Der Golem hat den Kuchen erstmal. Kuchen holen. Ey, wieso haut es gerade nicht hin? Muss ja irgendwas im Inventar haben, um das zu machen? Ey, vorhin ist es auch gegangen an der Base. Oder haben die das deaktiviert, dass es nicht mehr geht beim Raiden? Ja, ja, und aber sonst so? Was habt ihr so gegessen heute? Ich jetzt? Was? Das ist echt wüste. Nein, natürlich nicht. Oh Mann, der Sumpf ist so unsinnig. Und geht Drache oder nicht? Aber da zurück, ob ich das kann. Oh. Und lauter High-Level-Viecher, aber das ist so easy. Ey, vor euch kommt jetzt noch. Irgendwie wackelt. Oh. Ach, das war nur ein Lag. Ich dachte, die haben aufgehört. Also in Zukunft wird das hier bei uns sehr entspannt verlaufen, wenn ich das mal mit aufnehme, was wir so favorisieren, dann ja, werde ich das aber... Das ist zu scheiße.
Ich hoffe, das Spiel ist gerade nicht so lang. Wieso, was war, warum? Wusste ich mal, ob das. Ah, jetzt geht's. Ups, ich bin ans Mikro gekommen. Was ist los, worum sie geht? Au, oh, danke. Du hast den instanten Flanken mit dem Baller. Upsi. Und dann wird sich über mich beschwert. Ich glaube, wurde hackt. Warum schießt nichts mehr? Sehr cool, Sammy. Ich hab's gemerkt, aber ich habe eine Stelle gehabt, wo die anderen geschossen haben. Ich denke mal in die Metalldinger und sind die Dinger drin. Immer noch, Sammy. Ne, daneben, du hast einen Golem getroffen. Ups. Jetzt hast du. Ne. Ich denke, wenn die zwei Türme werden, wo Dinger drin sind, hä? Werden abgefangen von denen. Ne, du musst näher näher ran, denke ich mal. Der wehrt sich. Könnt ihr warten? Ja, mit was man dran hat. Könnt ihr warten? Was? Was macht ihr da? Denken? Denken. Oh, ich weiß nicht, wie man sowas hinstellt. Ich klatsche das jetzt da einfach irgendwie hin. Ah, das ist eine, diese Struktur kann nicht auf Plattformen gestellt werden. Okay. Bin wahrscheinlich so null. Ja, komm, ich hole jetzt noch eine. Boah, sowas kotzt mich schon wieder an. Es kotzt mich einfach nur an. Ich habe keine Lust, hier so lange zu hocken, mir irgendwas zusammenzusuchen. So, also, ich würde die jetzt stapeln und nicht nebeneinander, wie ich es erst dachte. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. So. Jetzt bringe ich die Giraffe. Oh Gott, sorry mit dem. Ich sollte, glaube ich, First Person wählen, oder? Das schießen noch normale. Also ist der größte Mist, ne, mit diesen Bauen, ne, wisst ihr, es geht sowas von daneben, aber ist egal. Wir tun jetzt einfach mal so, die hören mich gerade nicht. Einmal Base bitte. Bäum. So. Wie ist denn hier noch? Bist du auch kurz vorm Abnibbeln? Ja, ich will jetzt hier riskieren. Alter, was brauchst du da? Hier. So. Ja, machst du so. Lass mal neue Rüstung anziehen, Drachen. Jetzt hat er meine komplette Rüstung geschossen. Oh, guck mal, ich hab das sogar richtig. Glaube ich jedenfalls. Ich dachte, das nicht raiden. Hier will ich auch noch raiden. Kunden. Ich weiß gar nicht, stehe ich überhaupt so richtig? Wenn die Ausschüsse haben, kommst du an. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Du achte auf die Leben. Es wackelt, wenn ich getroffen werde. Kann ich das irgendwie abstellen? Ja. Oh, mein Leben. Gut, ich habe noch Sinne. Erschütterung. Kameraerschütterung, muss die noch da? So, ich versuche einfach mal. Man muss es jetzt testen, ne? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber nee. Nee, jetzt ist es da. Wenn mir einer da helfen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Nein.
wo ich das einstellen kann. Das war gerade besser. Ansonsten, keine Ahnung. Wir können Hardware in eine Tech-Reise wechseln. Kommt mal irgendeiner von euch reden oder zurück? Emmy, willst du oder so weg? Was denn? Zurück. Wenn du das aber machst, ich würde aber aufpassen auf die Foundations. Ne? Naja. In dem Metallkasten steht der ständig Generatoren. Ja, deswegen ja. Bei Metallkästen. Ich hau mal in deinen Parazor mein Stuff rein. Boah, ich muss weg. Boah, ich hab nur noch 3000 Leben. Der hier liegt drin im Parazor. Me? Ja. Oh. Achso, ich muss den dran machen, ne? Ja. Ich hol mir mal wieder einen Golem. So, wie war das jetzt? Das C4-Mode da nehmen und das ganze C4, alles was da ist, dran klatschen. Unten in die Leiste, ne? Ja. Und der Fernzünder erst, wenn es los ist. Wie klatsche ich das denn dran? Mit der Fernbedienung. Verstehe ich gerade nicht. Du nimmst die Fernbedienung auf deine Leiste unten, das ihr C4 brauchst einfach bloß, dass ihr Inventar haben, gehst dran ja. Und klatscht es dran. Mit links oder rechtsklick? Okay. Beim einen Pieps das lieber nett machen. Habe ich jetzt auch gemerkt. Ich weiß nicht, ob es dran ist. Oh, wir brauchen viel mehr Golems und viel mehr Parazor. Du müsstest den irgendwie mal anders hinstellen. Oder ein Gewächs. Ups. Dankeschön. Mir hat mich gerade Lust gejagt. Ups. Ich glaube, ich sollte das besser machen mit dem C4. Möchtest du? Ja. Komme. Ist besser. Bevor von das ist gesünder. Bevor von naja, aber nichts mehr übrig ist. Aber mir ging auch einiges kaputt. Oh Mann. Darf ich mir das hier nehmen? Ich nehme mir jetzt mal einfach Ersatz. Einmal mit Profis. Ihr wollt, dass ich mitkomme. Ich habe keinen Bock auf Raids. Wenn man seine Base so gut versteckt muss, dass man sie nämlich findet. So. Wir sollen dir dran klatschen, Obi. Alles. Alles. 71 Stück. Yep. Ich hab das schon mal gemacht, ne? Nur mal hier für das Video. Ich hab das schon gemacht, Leute. Aber wieder vergessen. So ist das, ne? Wenn du mit einem Profi arbeiten willst, dann dürftest du nicht hier im Tribe sein. Doch, bei Hubi, aber nicht bei mir. Das ist wieder so frech, oder? Das ist so undankbar, weißt du? Ja. Ich fahre mir den Arsch ab, ja? Ja. Und dann dankt man mir das so? Dann ist ich er auch so dran, das liegt also im Boden. Vorlaut. Also, Emmy, dann würde ich kein Shadow Steak mehr kochen. Hab ich noch nie. Vögel Chili? Kann dir keins dran platzieren. Wow. Leg mal rein in euer Ding. Basilisk, normalerweise, wenn ich auch komm, schießt, tu jetzt eh drauf. Also, wenn wir auf Primal Eternal sind, ja, da wasche ich freiwillig die Wäsche in der Base. Also, da werde ich die, da verlasse ich die Base nicht. Die Base waschen? Nein, die Wäsche waschen.
Das heißt, Gott, zu Hause bleiben. Ne? Das haben sie deaktiviert. Du kannst keinen C4 mal in Basilisten packen. Doch, der hatte doch gerade ein paar dran. Nee, das die lauchen alle auf dem Boden. Okay. Also kurz zur Erklärung. Wir haben das so gemacht, Basilisken mit, C4 und dann unter die Erde schießen Richtung das, was ihr kaputt machen wollt. Probier's mal mit der Tech-Rifle. Vielleicht wahrscheinlich erzähle ich euch gerade sowieso das, was ihr sowieso schon wisst. Auf jeden Fall, das hat bei uns immer ziemlich gut geklappt gegen das da hinten. Und aber hier geht kein C4 dran. Tech-Sattel probieren. Meint ihr, es liegt an den Einstellungen? Also andere oder allgemein haben sie es rausgenommen? Was denkt ihr? Genau. Ne? Was haben wir dann für ein Problem? Kannst kein C4 mal einen Basilisten machen. Und wenn ihr dann derjenige, der unten ist, der. Ja, wir haben Genesis, doch. Vielleicht ist es was von der Haus aus. Der kriegt keine Luft. Hey, mir hast du Fernglas mit? Ja, welches brauchst du? Nein, guck mal, ob der Golem viel Schaden kriegt oder wenig. Wenig. Schießen ihr mit Tech Rifle? Nee, mit Basilisk. Da war das effektiver, was mit diesem Feuervieh. Das ging zwar auch sehr langsam, aber es war auf jeden Fall, was den Golem betrifft, effektiver. Au, du hast mich getreten. Gut, mach. Kann man ja so besser sehen. Wow, scheiße. Ich bin fast tot. Die Tech Turrets. Warte, ich muss den Piracer nehmen. Kann man nicht genau sehen, ne? Hey, machst du keinen Schaden? Ich glaube, die kriegen keinen Schaden irgendwie. Achtung, der Golem. Krieg keinen Schaden. Gar nicht. Jetzt? Ja, kriegen Schaden. Sind weg? Tech Turrets fast alle, bis auf eins. Genial. Was? Die Tech Turrets sind weg. Ja, sind alle weg. So, jetzt haben wir es mal mit Tank einfach. Guck mal, machen wir an den Struck. An der Seite stehen noch. Wo? Strukturen machen auch Schaden. Kannst weiter schießen. Triffst du da oben auf die Plattform? Ich war erstmal hier unten. Wenn die weg sind, da sind erstmal die Generatoren aus. Generatoren unten aus. Ah, okay. Wäre vom Vorteil, wenn der erstmal weg ist. Dann müssen die hinteren. Wenn wir die Tech-Tools wegkriegen, ist egal. Den Rest können wir die Golems denken. Wie sieht die Wand aus? 2000 noch. Deswegen baue ich nie aus Tech. Zerstört. Du bist am Generator. Ja, sehen. Machst Schaden. Ich kann leider nicht näher ran, ne, sonst. Jetzt machst du keinen Bin Schaden. Bin ich Matsche. Jetzt wieder. Wie hatten da noch? 8000. Von? 10. Was? Von 10.000. Oh Gott. Machst du auch nur an jedem zweiten Schuss machst du Schaden. Aber 200 halt. Wie sehen die Foundation drunter aus? 12.000, 13, 11.000. Fundament unten machst du schneller kaputt. Ja, wie soll die aufs Fundament? Ich krieg das Fundament irgendwie nicht drauf, oder? Nur die 7000. Säule.
Ein Glück im Witz, Fini, ich schieß gerade mit Makro. 2000. Wir haben anscheinend keinen Offline-Guard. Keine Ahnung. Sonst würden wir keinen Schaden machen. Okay, da oben sind doch Tech-Tools. Hey! Golem! Greift die Viehstoff passiv. Ja, ist down. Wirf zurück! Ja, der kann sich nicken. Ja, der hängt fest. Folgt er jetzt mir? Ja. Vielleicht kann ich unten hinlaufen. Jetzt kommt noch. Oh, ich bin dann immer ruhig, wenn ich irgendwas mache. Paraser? Das ist alles ein Foto. Das Viech hat gerade so überlebt. 80 Leben noch. Emmy, geh mal mit dem Paraser zurück. Du musst den Golem hochfahren. Oh, ich muss das Ding einpacken. So, jetzt sehe ich auch wieder was. Bring mal Element bitte mit, wer ein Golem wegschafft. Ich hab Element. Komm her. Warte, ich gehe ins Bein, damit ich ja hier. Ich hab noch 8. Du in die Kurve. Emmy, teilt mal den Golem ab. Ich bin raus, zu Hive. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, dann machen wir die noch platt. Mach mal auf jeden Fall noch platt, danach gehe ich aufräumen und dann morgen halbwegs übermüdet auf Arbeit. So, jetzt weiter zugucken. Kann man jemand gucken, ob ich da oben Schaden mache? Also, ich glaube. Warte mal. Nee, sieht bei mir nicht so aus. Golem ist kurz vorm Abnibbeln. Sieht das aus, als wäre da so ein Schild? Kann das sein? Nein, das sind meine Kugeln, wenn die aufknallen. Aber bei mir sah das gerade auch nicht so aus, als ob die Schaden kriegen und auf einmal waren sie weg. Ja, die Tech-Turrets sind relativ ratzfatz weg. Ja, weil du mit Tech gegen Tech übelst viel Schaden machst. Ja, wie gesagt, wenn wir oben noch die Tech-Turrets wegkriegen, kann man den Rest ohne Probleme mit den Golems leer trinken. Vielleicht, wenn man von oben rangeht. Aber unten sehe ich auch, da wo dieses Tor, Tech-Tor ist, da sind auch noch Tech-Turrets. Ja, ja. Oder bist du zu weit weg? Ich bin zu weit weg, ich kann aber nie ran. Jetzt muss irgendjemand tanken. Warum stell ich mich aber dorthin, wo der andere Golem stand? Wenn du da stehst, kann ich weiter vorlaufen. Hat einer noch Kuchen mit? Nee, ja? Mhm. Nein. Aber schießt wirklich nur nach unten die. Die an den Türmen, die anderen haben schon Lager tankt, wie es ausschaut. Oh, fuck. Das ging schnell. Ist ja kein Problem. Golem, Rex aber genug. Ich gehe 9-0. Aber die haben immer noch keinen. Oder ich gucke vor. Ich kann einen Rex holen. Kannst du den Emmy, kannst du den Golem mal wegstellen? Eine Rüstung aus. Oh. Oh, der hat so gut wie fast alles Leben noch. Ja, aber der ist gerade vorgerannt. Passiv pfeifen. Ich hab passiv gepfiffen, alles was rum war. Gab es nicht mal eine Zeit, wo man dann mit irgendeinem Fernglas sehen konnte, wie viel Kugeln die noch hatten? Kanonen, Bubi, Kanonen! Willst du mit Kanonen schießen? Ja, auf den Paraser stellen und dann... Mit Kanonen, die haben eine hohe Reichweite, mit der können wir. Können wir welche craften?
guck, da bin ich doch hilfreich, siehst du? Manchmal. Hey, ja. Ich crafte 2 Kanonen und mach mal 100 Kugeln. Ja, weil mit denen müsste man das kleine Häuschen wegbekommen. Ziemlich sicher bekommen wir das damit weg. Wird gecraftet. Muss mal aber kurz. Emmy, pass mal kurz auf. Oh, das heißt Pipi machen. Pipi machen. Bei dir muss ich ganz viel piepen. Piep, 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 piep. Von hier kann ich ja gar nichts sehen, das ist ja doof. Ist das der mit wenig Leben? Mhm. Dann nehmen wir den. Wir gehen jetzt rüber. So. Ich hoffe, die schießen nicht. Ah, es kommt zurück. Oh mein Gott. Hallo? Mein Dingen hat gerufen. Ja. Was? Diese KI da. Die schreckt mich auf einmal an. Nein, mir kackt dich unter der Hose drauf. Oh Mann. Oh Jesus. Habt ihr noch Foundations, oder? Mhm. Gut. Ich habe jetzt 2 Kanonen. Ich habe jetzt 2 Kanonen und 2 Kanonen und 100 Schüsse. Oh, vorher teste ich doch schnell was an. Da ist noch ein Velo, ne? Ja, das muss ja wieder sein. Vielleicht krieg ich den ja weggeschossen. Kannst du mir noch Handschuhe mitbringen? Müsste Paracer drin sein. Paracer ist nix. Doch, da müsste noch einmal ein komplettes Set von mir drin liegen. Ich hab eh nur noch ein paar. Ja, aber die Handschuhe sind auch so gut wie ausgenippelt. Bin schon wieder zurück. Ist wurscht. Ja klar, jetzt ist noch. Ach nein! Was? Ach, was sage ich mit den Kanonen und die Kugeln. Warum sind die ganzen Dreckviecher auf aggressiv? Oh, meine Muni ist alle. Und was wurdest du gekillt? Soll hey, hier ich oben, weil ich von hier im Klassengranaten rausschmeißen. Also, Scheiße. Agentavisch wurde losgetobt. Keine Ahnung, was passiert, aber. Na, ja, geht nicht. Oh, darf ich nochmal zurückgehen? Naja, kann nur den Ding holen. Nee, hab ich nicht. Er hat ihn schon getötet, schade. Also, guck mal, nehme ich noch ein paar Razor rein. Ihr wackelt. Hab ich ja Foundation. Ach, mein, nee, schon gar nicht. Wo ist die 2. Kanone? Paracer. Nein. Och. Ist noch im Paracer. War das geplant? Ach da. Hier oh, unten, Mann. Das meintet ihr die ganze Zeit. Hä? Oh Mann, Paracer, wieso? Bisschen höher du? Und ein bisschen mehr nach links. Höher, das ja. Geht nicht. Ich könnte sagen, Verhalten, Spieler ansehen aus. Oh. Zu hoch. Ja, wir müssen mit dem Viech dann ein Stück zurück landen. Und jetzt? Geh mal hinter die Kanone. Kleines Stück vor müssen. Ah, du hast aber die Autotür schon angekratzt. Ja, jetzt ist genau richtig. Jetzt solltest du so weitermachen. So traurig auch. Wie viel Schaden macht das? Ja, das wird was ein bisschen dauern. Oder doch nicht so lange vielleicht. Jetzt macht ihr. Ja. Ihr wollt doch da diese Wände wegmachen, ne? Genau. Ja, da schießt ihr verkehrt. Warum? Ihr trefft drüber.
Hä, wieso? Ich hab doch gerade noch getroffen. Jetzt schießt du drüber. Ja, weil das Kack-Paraser wackelt wie Sau. Immer noch drüber. Das bin ich mit meiner Kanone. Treff die Ecke. Das hat jetzt getroffen. Ja, ich aber treff doch die Ecke. Triffst du die, die... Bisschen nach rechts, oh. Bisschen nach rechts müsstest du noch, Drache. So, Drache, ich dreh mich mal ein Stück. Zu weit rechts. Warte. Jetzt, probier mal. Stück zurück. Jetzt. Wieder ein Stück vor. Jetzt mal. Noch ein Stück vor. Darüber, jetzt. Jetzt. Ja, es wird getroffen, aber so minimal nach rechts. Jetzt. Oh, das Grad hat doch gepasst. Ihr trefft immer nur die Ecke da hinten. Ja, und? Das ist doch wurscht. Der kriegt die Wand Schaden, oder nicht? Ja, die Wand kriegt Schaden. Okay, na dann. Dann Feuer frei. Du bist zu hoch, Hubi. Du bist zu hoch. Ja, tiefer. Das trifft ihn erst. Oh, der war gut. Der ist direkt auf die Ceiling. Ja? Der davor war besser. Ja, weil der Paraser liebt, zufälligerweise. Echt jetzt? Warum macht ihr sowas? Wenn das ein totes Objekt wäre, kein Problem. Leck, Minimäubel. Gut, wir brauchen mehr Kanonenkugeln. Oh, die war gut. Oh, scheiße. Danke. Ah. Hey, was hast du? Jetzt hast du wieder komplett verstellt. Wollte gerade mein Inventar zugreifen. Weiter weg müsst ihr. Die war drüber. Oh, der hat so gut geschaut. Jetzt. Die war wieder auf der Ecke. Ja, so wäre gut. Wie Leben hat das Ding noch, Amy? 5000 von 10.000. Also die Wand. Die Ceiling ist bei 8.800, die andere Wand bei 8.7. Jetzt drauf auf Bader. Nur wenn ich keine Schön hab. Emmy, kannst du noch mal Kugeln holen? Herstellen. Den vom Fabrikator. Mhm. 134. 32. Nee, ein bisschen mehr nach da, nach links, nach da. Ja, der Generator ist jetzt. Wenn du jetzt weiter auf die Wand zielst, müsstest du eigentlich den Generator treffen, oder? Versuch mal. Ja, der kriegt mit Schaden. Die Frage ist, sind da nur die? Nee, da sind auch mehr andere, ne? Kann sein, dass du da oben an der Wand noch welche sind, aber da gehen auch noch ein Haufen Tools aus. Auf jeden Fall die hinteren, dann können wir von der hinteren Seite erstmal ran. Na, du musst versuchen rein zu treffen.
Ja, die sehen ihn noch, siehst du, Sammy? Die Sea... Boah, der schreckt mich voll. Die Ceiling ist bei 1500. Ich treffe immer genau die Ceiling. Drachenhaft trifft rein und nicht die Ceiling. Aber im Moment trifft keiner von euch den Generator. Ich habe ja gerade gesagt, ich treffe ja nur diese Ceiling oben drauf, so wie meine Kanone steht. Ich will die aber nicht umstellen, wenn der Ceiling weg ist, donner ich genau auf das Ding drauf. Und los! Das habe ich dir gesagt, wir sind mal in die Nähe gekommen, oder? Wie jetzt? Scheiß Tech-Turrets haben mich halt weggeboostet. Tech-Turrets nicht wären, wäre ich vorgekommen. Und Emmy? Weiter vorne. Der. Kannst du nicht lieber die Foundation versuchen? Weil, ja gut, die hat 10.000 von 15.000 und der Generator, ihr kommt nicht unter die 9.000 von 10.000. Das Problem ist, du kannst die Kanone nicht so stellen, wie du willst. Ja, das weiß ich ja. Ach Gott. Wir haben halt keinen Zement mehr. Einfach aufhören ist auch scheiße. Ja. Ja, aber was willst du machen, ne? Solche Aktionen müssen früher gemacht werden. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir schon dran sind. Ihr seid erst alle übel spät gekommen, kann ich nichts dafür. Oh. Ja, ich gehe mit Megaterre in meinen Vulkan. Oder warte, vielleicht. Der Generator hat nur noch 7866. Wieso, was fehlt noch. Denn jetzt? Sind wir den Poster? Ich denke mal, da oben wird noch ein Generator drin sein. Unter den Tech Foundations. Oder unter dem Grinder. Ja, da wird auch noch einer sein. Die scheiß Dinger haben eine übelst kleine Range. Bis zum Ende hättest du noch mitmachen können, bis dahin haben wir den Generator weg und dann geh ich uns mit. Ja, aber nur den Generator weg? Nee, wenn der Generator weg ist, werden ein Haufen Tools ausgeht, denke ich mal. Ja, dann sind noch 20 Generatoren da irgendwie. Na, ich mach auch bloß bis zum Ende, wenn wir bis dahin nicht drin sind, dann müssen wir aufhören. Ich hab morgen früh bei Zeit den Termin. Oh, wir haben ja schon 0.30 Uhr. Ja, 0.17 Uhr. Deswegen sag ich ja. Bis zum Ende mal hier unten und dann ist gut. Ja, ausnahmsweise dann die halbe Stunde noch. Hast du noch Kugeln? Ich hab Kugeln. Ah, jetzt steht ein Emmy hin. Was hast denn du gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin einfach hier drauf. Hätte auch noch warten können. Kann man nicht so höher? Ich sehe das von hier aus gar nicht, ob man trifft oder zu hoch ist. Oh, das ging ja ganz weit weg. Kannst du die Cliff-Plattform abschießen? Bis da komme ich gar nicht. Glaube ich. Links? Ich hab gar keine Kugeln mehr drin. Du hast auch nur noch eine, ne? Oder haben wir die hier? Hallo? Warum kann ich nicht drauf zugreifen?
So. Nee, alles weg. Hast du noch Kugeln? Ja, ich hab dir doch reingelegt. Achso. Noch höher, ne? Höher ziehen. Golem betäuben. Nö, ich weiß nicht, ob ich da die Plattform oder irgendwas treffe. Warte mal. Gerade hast du komplett vorbeigeschossen. Nee, die hat weniger. Also die hat weniger. Ja, das ist hier so die Ecke, ne? Warte mal. Nee. Vielleicht doch noch mal was höher. Irgendwas zerschossen. Aber kein Spyglass. Nach links. Ah, das ging durch. Also tiefer zielen. Ja, ich treffe zumindest. Ja, ich komme zurück. Ich habe jetzt 40.000 zu ziehen. Das Fundament ist gleich weg. Jo, nice. Klippenplattform. Ja, das wird dauern, aber ich habe wieder keine Kugeln. Oh. Was hast du jetzt gemacht? Das war nicht wirklich was. Ich weiß nicht. Ja, die 100% nicht auf uns jetzt. Bitte, oh mein Gott. Ah! Razor, musst du unbedingt fressen. Oh, ich komm zurück. Nee, das ist nicht die Klippenplattform, die ich da treffe. Und doch nochmal was nach links. Jetzt mal vom Server. Okay, das ist... So. Ja, mach mal so weiter. Aber die gehen immer anders. Hätte ich da unten vielleicht drauf ziehen sollen. Wow, jetzt hat wieder geleckt und jetzt habe ich vorbei. Ja, aber da tut die unten auf dem Boden nicht gemacht, weil das eine ziemlich niedrige Range hat. Ja, unten auf dem Boden schießen nichts mehr. Bisschen nach rechts. Habt ihr aus das Ding? Habt ihr den Generator weg und auf den Boden? Ey! Ey, Emmy! Ich hab nichts gemacht! Sind die wieder? Was? Nein! Sie ist auf einmal losgelaufen. Ich hab nichts gemacht. Ey, die Viecher waren schon wieder alle auf Aggro. Obwohl ich sie vorhin auf Passiv gepfiffen hab. Der Server ist doch kacke. Oder das neue Update. Ich hatte nichts damit, ich wollte die ganze Zeit nur schießen. Also brauchen wir auch wieder zwei Kanonen. Ja. Rüstung. Und oben auf die Klippen? Plattform, da sitzt man noch Jahre dran. Nein, ich meine, gegenüber die Klippen kann man da nicht die Kanonen draufstellen und von da aus schießen. Ja. Habt ihr so eine Jenny kaputt oder was? Ja, unten der Jenny ist kaputt, aber es sind immer noch die an der Wand. Aha. Ja, nichts setzen. Die neuen feindliche Strukturen. Seid ihr jetzt da oben oder was? Ich bin gerade hier oben. Ich klau mir mal den Petrano dann hier. Wow. Das C4 war auch ein Ding drin, oder? Ja. Doch immer. Ich hab die vorhin passiv gepfiffen. Wo ist er denn? Wo bist du denn?
Von wo schießt der das? Von da? Ach, geht ihr doch nicht hier auf die Klippenplattform? Ach, Klippenplattform, auf die Klippen hier? Mit den Kanonen? Wir haben kein C4 mehr. Ich kann dir das Zeug nicht springen. Ich kann das Zeug nicht wegspringen hier. Und wenn ihr da die. Wir haben ja keine Giraffe mehr, ne? Ja, klar, aber weißt du, wie oft das? Du musst mal das Ding erstmal treffen. Du könntest ja schön dein Ding hinstellen und du würdest dich nicht bewegen. Aber dadurch, dass die C4 da unten in dem Eraser drin liegt. Oh, ich erspare. Jetzt deine Kanone hersetzen und dann runterballern, aber. Alles zu nah kann die nicht. Also ich kann bis zu. Ohne dass was schießt, ne? So, jetzt können wir da immer ein bisschen mehr sehen. Ich muss mal gucken, ob ich noch C4 herstellen kann. Was steht denn da noch so rum? Die Nanny. Ich weiß nicht, ob man da reingucken kann oder schon was erkennen kann. Ich glaube nämlich, dass da noch ein Generator drin ist. Glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung davon. Ansonsten. Das ist die Base, ne? Ich oder die haben hier alle Generatoren. Ja, kann ich craften. Die haben alle Generatoren, ne? Guck mal an der Wand. Ach ja, da habt ihr ja die ganze Zeit versucht, ne? Achtung! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Was, wieso haben die überlebt? Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich fand das jetzt cool für Thumbnail. Trifft er das? Achso, ich hab die Schrift aus. Für Thumbnail. Oh, ist das. Was, das leuchtet hier so? Achso, das ist der. Dieses Magma-Vieh. Hä? Hat er hundertprozentig irgendwo welche Mesh gesetzt? Das müsste ja dann hier unsere sein. Ja. Du musst höher ziehen. Noch ein bisschen höher. Oh, das war zu hoch. Ja, ein bisschen weiter nach links. Gut, hier. Ja, hier. Bleibst du da unten?
Ich gehe jetzt auf. Ja. Okay. Was soll ich noch? Ich muss aufräumen, sonst werde ich in der Stunde von meiner Freundin gelüncht. Alles klar. Ich gehe okay offline. Ich will bloß irgendwas testen. Ja gut, ich dann nämlich auch. Bis morgen. Gute Nacht. Soll ich den Vogel mitnehmen zurück? Ja, kannst du warten, ich bin nochmal eingebuddelt. Unsere Giraffe, die geht da mitten rein. Bist du das? Ja, fuck. Na gut, das klappt, aber ne. Na gut, wenn man unter dem Ding drunter steht, dass die da nicht mehr schießen. Egal. Wenn zurückkommen, hebst du da unten mal den Teleporter auf? Wenn du zurückgeflogen kommst? Und was mit der Kanone? Ja, kannst du stehen lassen. Okay, dann heißt es jetzt aufräumen. Alle sind jetzt auf oder gehen jetzt auf. Das tue ich dann auch. Es ist schade. Und vielleicht werden wir ja irgendwann nochmal. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal ein andermal hin. Und ich werde vielleicht zwischendurch halt mal die Aufnahme anmachen. Um, ja, und halt eben das, was wir so tun, so ein bisschen. Es wird nicht immer irgendwas sein, was toll ist und, oder so, ne? Oder wo man raiden geht, aber ja, das wird auf jeden Fall irgendwann auch nochmal anders sein. Wenn ihr hier das Video seht, ich weiß nicht, ob wir noch hier sind, ob wir schon woanders sind oder ob wir überhaupt Ark spielen. Kann auch immer sein, dass von jetzt auf gleich eine Ark-Pause drankommt. Dann kann es aber auch wieder sein, dass irgendwie was, ne, dass man dann doch wieder spielt und wieder auf einen anderen Server und keine Ahnung was. Es gibt noch einiges, was ich zum Beispiel persönlich noch nicht ausprobiert habe. Ich habe dieses kleine Vieh, haben wir, was so groß wird. Wir haben diese Magma-Dinger, aber ich hätte wirklich unheimlich gerne so eine Schildkröte und hätte die gerne mal so rumprobiert, mal ausgetestet und so weiter. Hätte vielleicht sogar noch eine Zweitbase gerne in eins der anderen Biome gebaut. Wobei man auf der Schildkröte wahrscheinlich auch mal so eine Base bauen könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Hubi so vorhat noch. Aber da wir hier so weit fertig sind, gut, es scheiterte jetzt, glaube ich, auch an den Ressourcen, die da dann auch nicht mehr da waren. Und von daher hören wir jetzt auf und wir sind jetzt alle aufgegangen. Aber ich denke mir, beim nächsten Mal werde ich auch wieder aufnehmen oder vielleicht was anderes. Vielleicht kommt auch nur einmal im Monat was. Das kann auch sein. Jedenfalls alle, die bis jetzt so lange zugeschaut haben, habt meinen Respekt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, danke und ja, ciao, ciao.